Oh, hallo. Ihr kommt genau richtig. Ich wollte nämlich gerade eben die leblosen Körper von Yugong und Diktri zu Grabe tragen. Sie haben sich im letzten Part für uns geopfert. Ja, wir haben schon tatsächlich in Part 2 zwei Teammitglieder verloren. Aber nicht, weil ich Trottel bin, sondern weil ich einfach Pech habe. Unser Rivale hatte allen Ernstes ein Mewtwo. Und nun ja. Was soll ich dem schon entgegensetzen? Um ehrlich zu sein, darf ich froh sein, dass das Let's Play überhaupt noch weitergeht. Und das ist nur Yugongs und Diktris Verdienst. Nun, in einer Nuzlocke sind besiegte Pokémon aus dem Spiel. Man muss sie entweder freilassen oder auf eine Box legen. Und da ich freilassen doch etwas undankbar finde, entscheide ich mich für die Box. Und diese nenne ich Rest in Peace Box. Das ist schon ziemlich traurig. Ich meine, anfangs habe ich sie gebasht, ja, aber eigentlich haben sie mir den Arsch gerettet. Man sollte eben jedes einzelne Pokémon zu schätzen wissen. Ruhe in Frieden, Yugong. Und Ruhe in Frieden, Diktri. Nur dank euch kann es noch weitergehen. Aber wie lange noch? Das ist die Frage. Denn alles, was ich jetzt noch im Team habe, ist eigentlich nicht stark genug, um auf lange Zeit zu überleben. Einmal ein Gekkabor und einmal ein Voltilan. Das ist nichts. Das nächste Pokémon darf ich mir leider auch erst nach Mamoria City fangen. Also wir müssen jetzt wirklich den gesamten Vertania-Wald überleben und ich weiß nicht genau, wie wir das hinkriegen sollen. Ich werde mir auf jeden Fall mal zweimal Gegengift kaufen und zweimal Paraheiler. Kann natürlich verschwendetes Geld sein, aber muss ich jetzt einfach machen. Und einen weiteren Pokéball, so, für später. Weil wie ihr wisst, darf ich in einem Kampf keine Items verwenden, aber nach eines Kampfes schon. Ich glaube, das ist die Regel, die ich aktuell am meisten bereue. Habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, wer konnte auch dieses unfassbare Pech ahnen? Wer? Niemand. Ich habe jetzt Voltilam auf dem ersten Platz stehen, weil, ja, der ist auf Level 11. Denn es hat letztendlich das Mewtwo gekillt. Und, Voltilam ist meine einzige Chance, hier jetzt durchzukommen. Aus meiner Sicht macht es nämlich keinen großen Sinn, auf Gekkabor zu wechseln. Der ist nur auf Level 9, bis der das aufgeholt hat, was Blitzwolle jetzt hat. Wird es ein bisschen dauern. Wir müssen einfach versuchen, irgendwie mit diesem Voltilam zu bestehen. Fragt mich nicht, wie das gehen soll. Da ist er nun, der Vertania-Wald. Meine Freunde und ich wollten hier Käfer-Pokémon fangen. Unsere Pokémon wollen kämpfen! Meine nicht. Die sind stark geschädigt. Physisch wie psychisch. So, hier ist schon mal kein Item. Weil ich suche direkt mal nach wertvollen Items. Da oben ist auf alle Fälle ein Pokéball, das weiß ich. Was ist denn da Tolles drin? Oh, es ist sogar ein Pokéball. Okay. Ja, haben wir zwar eben schon einen gekauft, aber einen weiteren umsonst dazu bekommen, ist natürlich eine tolle Sache. Sonflora kommt hier vor. Okay. Das werde ich ebenfalls eliminieren. Ein bisschen Training muss jetzt nämlich schon sein. Ich meine, unsere zwei stärksten Teammitglieder sind down. Und wir kriegen es jetzt mit knallharten Trainern zu tun. Außerdem seht ihr auf diese Weise immerhin, was so für Pokémon im Vertania-Wald leben. In meiner Randomizer-Version. Während eines Parts darf ich ja gegen wilde Pokémon kämpfen, da ist ja nichts dagegen einzuwenden. Aber ich werde mich jetzt hier nicht auf Level 20 hochtrainieren. Die müssen schon alle auf meinem Weg auftauchen. Ah, Gott. Das Vieh ist nur auf Level 4 und trotzdem tut sich Blitzwolle so schwer. Klar, es ist nicht sehr effektiv, aber komm schon. Du musst mehr auf dem Kasten haben, sonst sind wir erledigt. Weiter.
Gab es hier noch irgendwas zu holen? Ansonsten müssen wir uns gleich dem ersten Trainer stellen. Ach du Scheiße, ein Stalos. Ja, den hätte ich gerne im Team. Aber ist nicht. Wir haben bereits einen Pokémon hier im Vertania-Wald gefangen und das war Digtree. Der hat sehr, sehr viele Pokébälle gefressen. Und ist bekanntlich gestorben. Schade drum, aber lässt sich halt nicht ändern. Ah, mir fällt im Übrigen gerade auf, vielleicht ist es besser, wilde Pokémon doch lieber mit Gekabor anzugreifen, weil der kann sich ja mit Absorber auch gleichzeitig heilen. Bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass er drauf geht, ist äußerst gering. Ach du Scheiße. Ich hab nichts gesagt, ne? Mit einem Tackle kassiert er gleich so krass. Aber es dürften auch einige Erfahrungspunkte dabei rumkommen. So ist es. Level 10. Puh, was steht denn da eigentlich? Bei Vergiftungen hat sich das Gegengift aus dem Pokémon-Supermarkt bewährt. Haben wir ja auch in petto. Kann ich aber eben auch erst nach einem Kampf verwenden. Krabby gibt's hier. Das ist natürlich ein dankbarer Gegner. Den kill ich schnell mal. Wäre super, wenn ich noch Level 13 erreiche, bevor wir den ersten Trainer antreffen, aber ja. Wird schwierig. Tipps für Trainer! Wenn du Kämpfe meiden möchtest, bleibe hohem Gras fern. Ja, ich mache mir mehr um die Trainer Sorgen. Tipps für Trainer. Geschwächte Pokémon sind leichter zu fangen. Sind sie bei Kräften, könnten sie fliehen. Naja, also das tun sie jetzt eigentlich nie. Da haben wir was. Nochmal Sonnenflora. Oh Gott. Ich denke, ich werde auch gleich einen Trank benutzen, oder? Naja, zum Pokémon Center zurückgehen darf ich ja. Wir können es ja so machen, ich besiege den ersten Trainer. Und wenn ich es schaffen sollte, dann gehe ich zurück und heile mich nochmal. Aber ab dann zählt's. Aber jedes Mal hin und her rennen, das ist dann ja auch ein bisschen lame. Ich habe halt nur echt übelstes Pech. Komm, ich fange so eine Challenge an, ja, und dann kriege ich erstmal keine geilen Pokémon. Und jetzt darf ich hier mit so zwei Schlappschwänzen rumgurken. Wow, super. Hat da schon mal jemand mehr Pech bei seiner allerersten Nuzlocke-Randomizer-Challenge? Kann ich mir nicht vorstellen. Ein Trank, okay. Ja, den möchte ich auch ganz gerne gleich einsetzen. Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle bei dir haben. Ja. Meine Rede. So, das ist der erste Trainer. Los geht's! Ich hoffe, der übertreibt nicht komplett. Dann lass mal sehen. Ein Bisasam. Okay, das passt ja sogar ein bisschen zu ihm. Ist zwar kein Käfer-Pokémon, aber immerhin ein Typ Pflanze. Und das passt noch am ehesten zu ihm. Außerdem glaube ich, dass wir vor Bisasam jetzt nicht allzu große Angst haben müssen. Auf Level 6 sollte es eigentlich bloß Heuler und Tackle können. Eigentlich. Aber, ja, die erlernbaren Attacken richten sich schon nach dem Level, auch bei dem Gegner, soweit ich weiß. So, dieses Bisasam ist direkt mal paralysiert. Das ist schön. Ich sollte ihn im Kasten haben. Hm, noch nicht ganz. Glücklicherweise beeinflusst mich Heuler überhaupt nicht, denn Elektro ist in der dritten Generation stets speziell. Oh, knapp. Oh, Quappo, Quappo. Na, den kriegen wir doch down, oder? Ist zwar eine Endentwicklung und sollte man nicht unterschätzen, aber es ist nur auf Level 6. Könnte mit einem Donnerschock klappen, hm, nicht ganz. Und der kommt mir mit Hypnose. Dein fucking Ernst? Na schön, dann switche ich mal rüber zur Premiere. Wenn ich angreifen darf, dann sollte es das gewesen sein. Yes, seine Attacke geht daneben. Absorber! Puh. Also was wir hier durchmachen müssen, ist wirklich nicht normal. Wie viele Trainer gibt es nochmal im Vertania-Wald?
4? 5? Ich glaube 4. Ich werde jetzt nochmal zurückgehen und mich heilen, aber dann muss ich es durchziehen. Was hart genug wird. So, wo lang jetzt? Da ist ein Trainer, ne? Ja. Okay, da ist ein Trainer. Dann gehe ich mal rüber zur Premiere und laufe hier durchs hohe Gras. Könnte man natürlich auch skippen, aber ich brauche jeden scheiß Erfahrungspunkt. Ein Quiekel gibt's hier, alles klar. Ja. Keifel wäre cool. Aber seine Endentwicklung existiert ja erst ab Generation 4. Den werden wir hier also nicht treffen. Somit wäre Quiekel so oder so kein interessantes Teammitglied gewesen. Und seht ihr? Es hat sich gelohnt, durch das Gras zu gehen. Jetzt haben wir zumindest schon mal Level 11 und Ruckzucki im Moveset. Doch was kommt jetzt? Wie viele Pokémon hat der? Je mehr Pokémon die Trainer haben, desto mehr Pech für uns. 3. Oh nein. Das erste ist ein Smogon. Ja gut, das sollten wir noch hinkriegen. Auf Level 7 hat es jetzt ohnehin nicht viel auf dem Kasten, denke ich. Aber eventuell könnte es mich vergiften. Was mir nicht so gefallen würde. Ich hatte recht. Oh, scheiße. Okay, zweimal schon Glück gehabt, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das jetzt so lange durchhalten werde. Ich brauche noch einen Treffer, mindestens. Alter, komm schon, bitte keine Vergiftung. Bitte, 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 bitte. Oh Gott! Was für ein Glück! Nein! Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Nein, warte! Metagross ist auf der Spezialverteidigungsseite etwas schwächer, logischerweise. Und Elektro ist neutral. Oder bin ich bescheuert? Doch, doch. Pflanze wäre nicht sehr effektiv gewesen, aber Elektro dürfte zumindest die Stärke neutral erreichen. Und es ist speziell. Vielleicht zieht es ein Viertel Schaden ab oder so. Wäre zumindest ein Traum wert. Die Hälfte, wie geil. Komm schon, Blitzwolle, du schaffst es. Kill ihn. Ja klar, da hat der Gegner direkt wieder einen Critical, ne? komm schon, bitte. Ja! Oh. Sauber. Sehr, sehr nice. Und Quapsel, den schaffen wir. Aber den gebe ich diesmal an Premiere weiter. Ich will den jetzt nicht zu sehr absacken lassen. Außerdem entwickelt er sich schneller. Als Voltilam. Da kriegen wir das ja irgendwie gebacken. Ja, halt schon ganz geil. Was? Der steht noch? Als ob! Ja gut, aber der kann mir nicht viel anhaben. Ich warte jetzt ab, bis ich aufwache. Und dann sauge ich mir den Rest seiner KP. Ah, sehr gut, bin schon wieder da. Boah, das ist so eine krasse Extremsituation hier. Aber ich habe zumindest jetzt ein bisschen Hoffnung, dass wir es schaffen. Dieses Erlebnis mit dem Metagross gerade, wo ich eigentlich dachte, das war's. Und es trotzdem geschafft habe, recht souverän sogar, gibt mir Hoffnung. Tipps für Trainer. Du kannst deinen Pokédex jederzeit von Professor Eich via PC bewerten lassen. Das ist mir so scheißegal. Gegengift, okay, danke. Aber keiner ist vergiftet, ne? Ja. Dass wir keine Statusprobleme haben, ist ohnehin ein Wunder. Smogon hat mich aber einfach nicht getroffen. Was? Was? What the fuck? Ich kann ihn zwar nicht fangen, aber er dürfte ein paar Erfahrungspunkte geben, oder? Wieso hat der Gegner ständig Volltreffer?
Komm, lass einen Donnerschock schon reichen. Danke. Holy shit, da begeht mir einfach mal so ein Arktos. Sag mal, wie viele legendäre Pokémon haben wir jetzt eigentlich schon gesehen? In 3 Parts. So viele gibt's nicht in den ersten 3 Gens. Das ist eine unfassbare Quote gerade. Vielleicht ist es aber auch so eingestellt, dass pro Route mindestens ein Legi vorkommen muss. Das weiß ich nicht. Ich habe es auf jeden Fall manuell nicht so eingestellt. So, erster Trank außerhalb eines Kampfes. Ist ja alles okay, darf ich ja machen. Da oben müsste noch ein Trainer sein, oder? Ja. Boah. Also eigentlich wäre es klüger, ihm aus dem Weg zu gehen, ne? Aber ich bin nicht so. Ich bin nicht so. Außerdem wollen wir ja 100% angehen. Und gehört das dazu, um jeden Gegner zu killen. Er hat 2 Pokémon. Eins davon ist ein Lubella. Das wird wieder nicht einfach zu besiegen sein. Und das könnte mir Statusprobleme zufügen. Darum ja mal aber nichts bringt, werde ich einfach drauf loskämpfen. Okay, bislang habe ich noch nichts zu befürchten. Aber vielleicht kommen diese ganzen Puder auch erst ab Level 9. Mich hat es halt komplett überrascht, dass das Dufloor von Cheetah schon Giftpuder konnte. Ja, der scheint es auf jeden Fall nicht drauf zu haben. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, das bedeutet Level 13. Jetzt haben wir zumindest 2 gleich starke Pokémon in etwa. Das ist ja immer besser als nur ein starkes. Und jetzt kommt ein Alpollo. Ah, da können wir mit Pflanzen nicht viel anrichten. Ich brauche also den Donnerschock. Ganz, ganz dringend. Ah, warum muss es ausgerechnet ein Alpollo sein? Hätte es nicht wenigstens die Vorentwicklung sein können. Oh, wobei. Vergiss es. Passt schon. Ah, noch leben wir. Noch leben wir, Leute. Aber die ganzen Trainer geben mir kaum Geld. Das ist ein Witz, was ich von denen bekomme. Nicht mal 100 Poké-Dollar. Das reicht doch noch nicht mal, um es als Klopapier zu verwenden. Ernsthaft. Wünscht mir Glück. Dieser Trainer darf keine starken Pokémon haben. Er hat schon wieder 3 Stück. 3! Miniask. Ja gut, aber das kann doch noch keine Flugattacke, oder? Ich denke mal, da kann nur Kratzer oder so ein Scheiß. Und Sandwirbel. Außerdem ist er schneller. Wir können das Ganze zumindest mit dem Ruckzuckhieb umgehen. Oh ja, oh ja. Sehr gut. Vorsicht, das wird Schaden machen. Das ist leider sehr, sehr effektiv. Ich hoffe mal, ich bin mit dem Ruckzuckhieb immer noch schneller. Ja, sehr gut. Okay, down. Nice, nice, nice. Level 14. Komm, bitte gib mir einen Gegner, den ich aussaugen kann. Tornoptu. Jesus Christ. Auf welchem Level? Sieben, okay. Das ist noch im Rahmen, sag ich mal. Donnerschock! Komm, die Hälfte, die Hälfte, die Hälfte. Ja, ja. Oh, oh, Rauchwolke. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Brauche ich 2 oder 3 Treffer? Verdammte Kacke, das geht daneben. Bitte nicht sterben! Aber er sollte doch nur Tackle, Silberblick und Rauchwolke auf Level 7 drauf haben. Egal, es war ein Critical Hit. Yes, 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 yes. Also Glück und Pech verteilt sich aktuell bislang ziemlich gut. Ist ja alles okay so. Schön spannend. Und dann kommt noch ein Kecleon auf uns zu. Ja, Kecleon. Ich wechsle mal. Allein schon, weil Blitzwolke von der Rauchwolke etwas geschädigt ist. Kann Kecleon
Leon, krieg mal down. Absorber. Okay. Jetzt ist es ein Pflanzen-Pokémon. Er kann mich mit Schlecker paralysieren. Ruckzuckieb. Jetzt ist er normal. Nein, 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 nein. Keine Paralyse. Ja! Er ist tot. Wow. Leute. Ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich euch noch zu einem vierten Part begrüßen darf. Aber ihr seht es ja, ich lebe noch. Wow. Daumen hoch, wenn ihr es genauso krass und spannend findet wie ich. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.